Hi, Usaimas, Konnichiwa oder Yasimi, je nachdem, was so zu euch passt. War genauso gut ein schönes Guten Morgen, Hallo und gute Nacht. Hier euer Sankoshiken und mit dabei im Hack. Den Triss oder so mit der bösen Butter. Genau, weiter geht das mal hier weiter in dieser kuschelige Runde. Ja, was hab ich denn eigentlich in der Zwischenzeit gemacht? Hausweiter eingerichtet. Ich habe das Haus eingerichtet, genau. Mal kurz einen Rundgang machen. Ja, schön. Währenddessen gehe ich schon mal ein bisschen was farmen. Stimmt ja, wir haben ja hier noch unsere wunderschöne Höhle, die wir gebaut haben. Das kommt davon, Leute. Bitte geht niemals hin. Nehmt niemals die F1-Taste für euer Mikrofon zu stummen oder so. Das kommt nicht gut. Leute, ich sag's euch, das kommt nicht gut. Was ist das denn? Ich war so blöd. Ja. Ihr seht, die Tür geht zu. Hoppsa, der Block muss wieder weg. Also, hier haben wir unseren Stall. Kuhstall, Schweinestall. Ich mich mal noch perfektionieren irgendwann. Aber Leute, nach dem letzten Video, wo ich ja total geflasht war, erinnert ihr euch bestimmt, ne? Nein. Ich habe ein Arbeitszimmer. Das sieht so kuschelig klein aus. Besteht nur aus ganz wenig Zutaten. Tisch, Stuhl, Router, Laptop und Drucker. Das war's. Hast du dir schon eine Endermail eingerichtet? Nein, habe ich noch nicht. So. Schande. Du deine Tür gebaut. Ja, da musst du weiter weg. Da musst du weiter weg. Ah. Oh, yeah. Du! Hä? Mann! Ja. Ich liebe die Tür jetzt schon. Ich hasse die Tür jetzt schon. So, wir gehen mal eben mal fix hier bei uns im Nachbar gucken, was der da Schönes drin hat. Auf jeden Fall, ich habe offscreen nicht so viel gemacht. Ich habe höchstens vielleicht mal meine Schränke aufgefüllt. Also, hier Vorraum, ja, ein Aufzug, wunderbar. Dann hat er hier seine wunderschöne, ja, nice Küche, wie ihr seht. So. Ja. Ja, eine Erweiterung an Küche. Warum man auch zwei Küchen braucht. Aber egal, Leute. Nein, egal. Das ist, das ist keine Erweiterung, das ist eigentlich mein Lagerraum. Oh, ich weiß, was ich vergessen habe. Ein neuer Versuch mit einem wunderschönen Screenshot. Ja, super, ne? Das kommt dabei, wenn man jetzt die Sprachsteuerung auf F2 hat. Sehr schön. Also, das ist das Bad, bevor uns ja das Spiel abgeschmiert ist. Seht, wunderschön, ne? Also der hat hier eine tolle Toilettenspülung. Wir gucken mal, ob die auch funktioniert. So, die Dusche geht auch. Alter. Aha. Wie geil, Alter. Ja, beim Wasserhahn, da muss ich auch unten was machen, aber das mache ich nicht. So. Also das war's dann. Komplett, ja, Body Body. Zweite Etage. Was hat er denn hier Schönes? Noch ein Bad. Ach hier, und noch ein Klo. Und da hat er ein niedliches Schlafzimmer gebaut. Ui. Weiter geht's, nächste Stufe. Was hat er denn hier angestellt? Ah, hier hat er sein Büro eingerichtet, mit einem doofen Tür im Weg. Und nochmal ein Bad. Alter Schwede, wie viel Bäder braucht denn ein Mensch? Naja, damit meine Putzfrau immer schon was zu tun hat, wenn ich mal die Toilette voll kacke. Ja, das glaube ich, darf schon. hast du die Dusche angelassen? Das ist doch nicht mein Haus. Das geht voll auf die Wasserrechnung. Oh, wir müssen rechnen. So,
Wir haben einen Brief drin. Wollen wir sie lesen? Wir lesen. Oh, wir haben gebratenes Schweinefleisch bekommen, Leute. Da machen wir doch jetzt auch mal was Schönes. Moment. Ach, den Brief können wir jetzt nur noch wegwerfen, oder was? Ja. Ja. Na dann. Was meine ich weg? Hallo! Jetzt guck doch mal in deinen Briefkasten. Oh, was hat denn jetzt wieder angestellt, Leute? Oh, jetzt haben wir ein Paket bekommen. Was ist da drin? Ein Wassereimer. Ah ja. Weizenkörnchen. Brauchen wir ja auch. Und ein modernes Licht. Ah, wobei, das moderne Licht ist gar nicht mehr so verkehrt, ne? Eröffnet wird. Ja, jetzt währenddessen baue ich mal wieder mit meinem komischen Baustil weiter. Und zwar haben wir uns schon offscreen abgekaspert, quasi. Ja, das war gerade leicht pfälzig. Abgekuspelt. Ja, abgekaspert. Dass wir uns noch ein Lagerhaus bauen. Und währenddessen ich ja so oder so so schön farm war, habe ich mir gedacht, okay, ich fange schon mal an. Kleine, aber feine Lagerhäuser. Denn wir haben nämlich eine Mod drin, die uns ernsthafterweise mehr Speicher in Truhen ermöglicht mit bestimmten Upgrades. Einfach war das nicht ohne Kann. Naja, das spart uns zumindest mal Platz. Hallo Schäfchen! Hi, hi. Soll ich dir sagen, was wir vergessen haben einzuschalten? Hä? Difficulty! Ja, gut, dass ich noch im Kreativ bin. Da du mir jetzt die Lichter gegeben hast, konnte ich jetzt Lichter einbauen. Jetzt fehlt mir nur ein Lichtschalter! Verdammte Keksdose, wo ist denn jetzt schon wieder ein Lichtschalter? Verdammt! Alter Schwede! Ja, und währenddessen ich am Suchen bin, könnt ihr ja noch auf so anderen Seiten herumschnüffeln. Ja, ja, übrigens, tolle Neuigkeiten, Leute. Vor allem die Leute aus meiner Community. Ich habe in TikTok angefangen. Da könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen. Ich verlinke es mal gerne unten bei mir in der Beschreibung. Könnt ihr mal reinschauen, was für Doofheiten ich da anstelle. Ja, bei mir findet ihr es in meinem Kanal in so einem sogenannten Linktree. Und zwar, da sind alle meine Social-Media-Links quasi eingebaut. Hallo. Bei dem müsst ihr nicht unbedingt gucken. Also, ne? Ey! Nee, Quark. Nee, guckt auf alle Fälle mal vorbei. Das ist schon alles, was wir da anstellen. Ja, wir haben nur Blödsinn im Kopf. Genau. Und wie geht das mit dem Licht jetzt? Du musst mit dem Lichtschalter erstmal jedes Licht erstmal einzeln anklicken. Ist das ein Kack ernst? Ja, das ist damit sich verbinden, damit die Mod weiß, okay, welche Lichter soll ich überhaupt ansteuern. Bevor du nämlich mir dann plötzlich auch das Licht an- und ausknippst. Das wäre doch cool! Ein Licht für alle Häuser, Häuser. Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich nah dir deine Lichter aus. Ah, schön. Kann man auch die Fackel abreißen. Und ja, heute habe ich einen ganz großen Knall. Eindeutig. Einen ganz großen, du hast den größten Knall, den es überhaupt gibt. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja auch der coolere von uns beiden, weil ich den größeren Knall habe. Ach, du bist manchmal auch wirklich echt ein Knallkopf. Halt, Huhara, Hudu! Ja, man merkt, nächste Folge werden wir erstmal gucken, wo es noch weiterhin geht. Genau, nächste Folge heißt es dann, wie
können wir ein Triss oder so richtig schön ärgern. Ja, mich ärgert schon das Wetter. Was dich ärgert schon das Wetter? Und die Zeit. So, ja, und ich bin immer noch am Einrichten. Was soll denn der Käse? Vor allem, ich habe das in zwei Folgen verpackt. Das ist ja bei mir die dritte Folge. Quasi. Ja. Ja, ich hatte bei dem letzten Mal einige Probleme, wo wir eigentlich aufgenommen haben, wo eigentlich bei mir dann die zweite Folge gekommen wäre und ich das dann als Zweiteiler gelassen hätte. Bloß dann wird halt der zweite Teil in Folge 2 umgewandelt. Genau, aber für... das ja, ich hatte es nämlich schon veröffentlicht gehabt, wo ich glaube, der Sengu noch nicht ganz fertig war. Ja, weil ich total geflasht war, ey. Ja, das bringt halt die Mod mit sich. Wir werden euch auf jeden Fall noch eine Modliste mitgeben und dann wisst ihr auch, auf welcher Version wir spielen. Dazu eine ganz klitzekleine Info, Leute. Ich werde diese Modliste oder sonstiges oder dieses Modpaket, was wir da quasi jetzt quasi draus machen, werde ich nicht auf CursedForge hochladen. Nope. Die findet ihr natürlich dann in der Videobeschreibung. Genau, in der Videobeschreibung unter einem Link von mir. Das ist so ein richtigen was sagen wir's? Himmelsleier. Irgend so komisches Ding halt. So ein Link. Halt eben, ne? Wie Google Drive oder so. Sowas ähnliches aufgebaut. Nur eben made by yourself. Do it yourself halt eben, ne? Oh, guck mal das. Oh, das war nicht gut. Ha? Naja, ich habe auch nur zwei Bäumchen gepflanzt. So. Ja, Leute. Ehrlich gesagt, war's das ja schon wieder, ne? Irgendwie, Also nicht für die Folge, du kannst auch noch weiter fahren. Denk dran, wir wollten noch nach Lalalala Haus holen. Was? Lalalala Haus? Was? Erzählt schon. Erzähl schon, was denn? Lalalala-Haus? Lagerhaus. Ach so, Lagerhaus, ja. Das packe ich jetzt in die nächsten paar Folgen mit rein, Leute. Also ihr seht ja, das geht noch ein bisschen länger. Eigentlich möchte ich mal gucken, wie weit wir eigentlich kommen, wie viel wir bauen können hier die Welt. Aber dann nur noch im Überlebensmodus halt. Ich renne hier teilweise wirklich im Überleben. Wir werden wahrscheinlich zu Anfang immer im Kreativ sein, weil wir dann vielleicht noch was vorbereitet haben, weil wir manche Sachen auch für die andere Mod nicht kriegen können, weil wir haben noch eine Industrie-Mod installiert. Kurzer Spoiler. Und da gibt es manche Materialien, die sind so schwer zu finden und wir wollen eigentlich auch sehr fortschrittlich werden. Ja. Bitte müssen wir halt mehr suchen, mein Gott. Naja, das ist schon voll die Idee. Wir höhlen einmal unten den Boden aus. Ah, das habe ich auch schon gehabt. Ist eigentlich ganz nice. Lass dich mal überraschen. Ich werde das dann mal organisieren. Ich mache einen Eingang und dann hülle ich den ganzen Unterboden aus. Wart's mal ab. Du weißt schon, dass wir ja auch noch da hinten noch Teile von unserer Riesenschlucht, die wir anfangs, bevor wir überhaupt alles gemacht haben, zugebaut haben. Ach genau, ja. Hier, weil wir hier Schafe haben und die sind uns alle da... Alles zusammen. Wir haben uns beide da unten reingeflogen, genau. Das war noch ziemlich zu Anfang, ja. So, Leute, also wie ach, gesagt... Ach, hallo, Kuro, wieso willst du mich gerade küssen? Wir sehen uns also dann in Folge... Ja, irgendwas, vier. Ich glaube 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung, wie lange wir das brauchen. Bis wir dann, ja, alles soweit ausgehöhlt haben, etc. Weil ich denke, ich werde mich voll drauf konzentrieren und die nächsten paar Folgen wirklich nur... am Minen, um uns einen Schacht zu bilden, auf den wir uns auch vorwärts bewegen können. Ich habe ja auch schon ein bisschen angefangen. Wir werden dann offscreen auf jeden Fall noch weiterbauen, eventuellerweise sogar gleich noch die nächste Folge starten, dass wir auf jeden Fall noch Folgen auf Vorrat haben. Und dann würde man sagen, bist du dran? Erstmal Alligator sei Mast fürs Zuschauen. Das war natürlich japanisch. Alligator heißt Dankeschön. Und jetzt sage ich
Tschüss. Bis zum nächsten Mal.